viele Schafe ohne Schäferin. Hey, Schäferin, bist du hier irgendwo? Tja, wo auch sonst, Schätzchen? Sieht ja aus wie mein Büro. Hilf mir mal, die Schafe von ihr wegzutreiben. Mein Gehirn ist das. Wie soll ich die wegtreiben hier? Los, haut ab! Okay, Fellbein. Halt. Oder wie Marshmallows auf dem Teller serviert. Husch, Schafe, husch! Es ist sehr eng hier drin. Damit willkommen zu Cockzong. Husch, Schafe, husch! Wonderbook. Husch, Schafe, husch! Privatdetektiv Dix. Es ist sehr eng hier drin. Halt durch, Schäferin! Also, wird auch Zeit! Das war verrückt! Und so lauschig! Danke, Dix! Bitte. Du kriechst hier der Nacht! Ist dir gut? Seit wann verirren sich die Schafe nicht mehr? Warum kommst du nicht rein? Dann erzähle ich dir alles, Dixie! Dixie Carter? Meine Geschichte spinnt! Echt! Sonst musste ich die Schafe immer suchen gehen. Aber jetzt sind sie... Sie rücken mir nicht von der Pelle. Hey, die Schafe wollen sich wieder hier eindringen. Schwing das Licht auf sie. Dann halten die Schäferin und ich sie im Zaum. Oh Mann, diese Schafe sind echt nervtötend. Wo sind sie denn? Nimm das! Oh mein Gott. Ja. So geht's. Also, hau ab! Ja, also man sieht, dass es auf jeden Fall sehr kinderspielmäßig gemacht ist. Blöd ab! Wie man das von Wonderbook gewohnt ist. Das war gut! Finde ich jetzt aber nicht so schlecht, das macht auf jeden Fall Laune. Hau ab! Und funktioniert auch sehr gut. Und vor allen Dingen ist es deutlich innovativer als das Buch der Zaubersprüche. Das war gut! Ich hab eins! Nimm das! Kennt noch jemand Sheepdog und Wolf? Das war gut! Das Ding war richtig geil. Hab eins! PlayStation 1 war das damals. Das war gut! Also, hau ab! Ja, so geht's! Ja, so geht's! Yes! Nimm das! Ja, so geht's! Was, an der Seite guckt der eine raus? Blöd ab! Das war gut! Von der Seite rausgeguckt, oder? Habe ich das jetzt verpasst? Ja, so geht's! Blöd ab! Hab eins! Das war gut! Da rechts guckt's gerade raus. Oh. Also, hau ab! Das war gut! Nimm das! Ja, so geht's! Ja, ich könnte es aber langsam mal. Also, hau ab! Blöd ab! Ja, so geht's. Das war gut. Ja. Nimm das. Das war gut. Thank you very much. Blöd ab. Gucken wir unten durch den Boden. Das war gut. Hab eins. Ja, so geht's. Also wer es jetzt noch nicht kennt, ich habe jetzt nur das Buch in der Hand und bewegt das hier. In der ganzen Stadt laufen Dinge verkehrt, Schäfer. Ich suche so einen Schattentyp, von dem ich glaube, er steckt hinter Hamtis Abgang. Weißt du wen? Ich habe schon ein paar dunkle Gestalten gesehen, aber nicht diesen Schattentypen. Die Schafe lenken ab, weißt du? Rede doch mal mit Robin Hood, ein ehrlicher Kerl. Robin Hood? Robin. Recht, er muss irgendwas wissen. Oh, Bigzio, du hast ja jede Menge Nüsse zu knacken. Aber bevor du gehst, will ich dir das hier geben. Komm aus dem Nichts angeflogen. Nimm es und setze Hamti wieder zusammen. Dankeschön, Schäferin. Aber ich fürchte, das Chaos in deiner Geschichte und Hamtis Abgang haben miteinander zu tun. Geh ruhig, Dixio. Ich komme hier schon für eine Weile klar. Wir sehen uns. Ja, wir sind auf der Suche nach dem Täter, der Hamti Dumpti von der Wand gestoßen hat. Ist ja ein bekannter Kinderreim. Man vermutet, dass das eventuell eine Kanone war, worauf sich das eigentlich damals bezogen hat. Ah, Sherwood. Robin Hoods Wald. Aber ich sehe weder ihn noch seine fröhlichen Gefährten. Ich sage, ja. Dauermesser. Hey, du musst mir helfen. Überall laufen Dinge schief.
Hey, sage ich. Die Antwort ist nee. Aha. Ja, aber Robbie, du hast deinen Freunden doch immer geholfen. Der hat sogar einen Löffel. Nee, sage ich. Das ist passé. Dass der nächste Miguel heißt? Ja, aber Hutster, du... Los, sage ich. Jetzt her mit dem Moos. Robbie, ich bin nicht reich. Du beklaust keine Armen. Nee, das ist passé. Also her mit dem Kies, sonst geht's dir mies. Ein sehr hübscher, glänzender Löffel ist das. Aber hör zu, Robbie. Deine Geschichte ist verkorkst. Du bist nicht du selbst. Hast du einen schattenhaften Kerl gesehen? Trenchcoat? Mit Hut? Jo, den Kerl, den du meinst. Den kenn ich. Hey, ho. Oh. The Green. Geh vor, Mr. Hood. Hey, du. Was soll der Schmu? Psst, schlechte Nachrichten, Mann. Kopf runter, Bro. Hey, du, gib mir ein Zeichen, wenn Senix sich die Augen zuhält. Sehr gut. Hey, du, gib mir ein Zeichen, wenn Senix sich die Augen zuhält. Er guckt. Jetzt! Hey, hey, Robbie, was sind denn diese Kerle hier? Yo, Mann, meine Gefährten sind das da. Das sind sie eindeutig nicht. Aber was machen sie dann hier? Haben sie die Geschichte so verkorkst? Knirps, ich brauche wieder deine Hilfe. Yo, wer ist dieser Knirps? Das bin ich, Mann! Zum Glück hat er das nicht gehört. Jetzt, mein Freund! Hat er auch den Schwone nicht gesehen? Sehr gut. Yo, fröhlicher Affenbro. Was geht? Ha, Robin Hood! Hast du den Wurm gesehen? Yo, Affe. Nee. Ich habe hier ein kleines Geschenk für ihn. Ist er wirklich nicht bei dir? Yo, hey, ich sag. Nee. Das sieht echt übel aus. Die Affen haben sicher etwas vor. Pass auf und gib mir das Zeichen. Jetzt! Hast du das immer noch nicht raus? Nee. Guck ja. Jetzt! Hast du das immer noch nicht raus? Ja, wo wartest du denn? Was siehst du? Kunde. Jetzt noch nicht. Was? Du guckst doch. Jetzt noch nicht. Wieso jetzt noch nicht? Du guckst noch. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Ah, okay. Danke. Hamtis Schale. Hallo, Nightcrawler. Steckst du schon wieder deine Nase in unsere Sachen? Ihr habt doch Robins Geschichte verdreht, oder? Bist du in Eile, Nightcrawler? Hier bist du. Wo bist du hin? Der Robin. Also ich kann das Buch ja mal ganz kurz zeigen, wie es aussieht, wenn es nicht erkannt wird. So sieht es aus.
Eine Trophäe haben wir uns dann natürlich hart verdient. Alright. Was macht er jetzt? Spaß, ey. Oh, Dix, du kommst einfach immer wieder angekrochen. Ist reiner Zufall, war nur spazieren. Du hast dir ja mächtig viel Lesestoff mitgebracht. Du bist zu neu. Ihr drei, schafft alles in das Flugzeug. Wie ich sehe, hast du da Handys dran. Willst du dir denn ein Omelett machen? Etwas viel Besseres. Das ist Magic. Das wird dir sehr gefallen. Ich habe Nightcrawler. Ja. Ich werde ihn dir mit dem Flieger schicken. Zusammen mit Humptys Körper. Als kleine Aufmerksamkeit. Jetzt bist du fest verschnürt, Nightcrawler. Bleib einfach hier und vertreib dir ein bisschen die Zeit mit Lesen. Tu mir einen Gefallen. Mach mir doch das Licht an, bitte. Natürlich. Einem sterbenden Wurm kann ich doch seinen letzten Wunsch nicht abschlagen. Hier, da ist das Licht an. Ha, er hat's geschluckt. Hey, Knips, hilf mir mal hier raus. Gib das Buch. Versuch es mal. Und lenk das Licht auf die Fessel. Die Fessel. Oh mein Gott, Walter. Zum Glück war es nur kalter. Ah, ein Seil ist ab. Das nächste. Perfekt. Weiter so. Los. Oh. Schon fast frei. Oh, hast du den gesehen? Was macht er jetzt? Sieht ja aus wie in einer Lichtshow hier. Schon fast frei. Hey, das Seil ist noch fest. Nightcrawler, wie bist du? Was? Bitte nur einen Moment. Neue Lifecrawler hier. Das ist die Chance. Er ist gerade abgelenkt. Dreh das Buch. In die falsche Richtung. Ja, okay. Ja, ja. Was? Ja, in welche Richtung jetzt, Kollege? Nein, das vergesse ich nicht. Dreh das Buch, sagt er. Und wird angezeigt um die Hälfte? Ja, okay, ja, ja. Ja, und nur? www.gartner-productions.de. Ja, okay, ja, ja. Ich weiß gerade nicht, was hier zu tun ist. Das gibt's öfters in diesem Spiel. Vorhin hatte ich ja auch eine Wassermission. Die war auch total verbuggt gewesen. Ja. Ist das jetzt hier auch ein Bug oder was ist hier los? Oh nein, mich trägst du nicht. Oder soll ich? Ach, jetzt verstehe ich das erst. Der tut sich da um das Seil, tut sich um sein. Als es ein nächstes Mal gibt, Körper lest du das Buch, wenn er nicht hinschaut. So. Ja, ich weiß, es ist sehr wichtig. Ja. Nein, 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 nein. Gute Idee. Ja, sehr amüsant. Ja, was passiert denn hier nur? Ach so, jetzt tut sich so langsam lösen. Jetzt müsste es eigentlich ab sein. Ich komme in dieses Flugzeug, aber nicht gefesselt. Hey, Gott! Hey! Nein, Crawler! Auf ihn!
Boss, ich rufe dich gleich zurück. Schaff dir den Flugzeug nach Horrorland. Sofort. Was kümmert sich dann um ihn? Beeinträchtig. Knirps, lass ihn bloß nicht aus den Augen. Nein, ich sehe ihn doch noch. Du kannst mich verfolgen. Weißt du, unter diesem so absolut geheimnisvollen Äußeren steckt eigentlich der Unsichtbare. Also los, dann folg mir mal. Du wirst nichts sehen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Leb wohl. Quatsch eigentlich alles. Kapitel 2 abgeschlossen. Also auch das scheint nicht sehr lange zu gehen, das Spiel. Was ist das jetzt hier? Sieht so friedhofsmäßig aus. Das Buch ich kann doch nicht mal meine eigene Hand sehen, so. Wenn man nur irgendwie diesen Nebel wegfegen könnte. Das Glück ist mir heut. Meine Hand sehe ich trotzdem nicht. Der Knirps wird mich nie finden. Oh, au! Man kann so schwer sehen, wo man hinläuft, wenn man sich selbst nicht sieht. Es ist zu! Wo habe ich den Schlüssel versteckt? Da wollte ich nochmal ausprobieren, jetzt. Steckt auf! Da ist er! Oh, wieso habe ich ihn da oben versteckt? Oh, der Bücherwurm hatte Hilfe. Wieso hilft mir nicht auch jemand? Der Schlüssel muss da oben runter. Offenbar habe ich die Macht, Dinge mit meinen Kindern haben zu können. Was für ein Glück. Der Geheimzugang zum Schloss ist in einem dieser Gräber, aber er ist so geheim, ich habe ihn vor mir selbst verheimlicht. Welches Grab ist es? Wo liegt jetzt die Aufgabe? Der Deckel muss darunter. Perfekt. So. Dann riskieren wir einen Blick ins Grab. Seitenanzeigen? Ganz weit. Das nächste Grab. Da muss der Deckel runter. Jetzt sehen wir hinein. Ganz falsch. Das nächste Grab. Da muss der Deckel runter. Jetzt sehen wir hinein. Tschau! So langsam geht mir die Kraft aus. Ich traue mich fast gar nicht zu gucken. Skeletor! Guck mal rein! Na, guck, hier geht's! Und das ist das letzte Grab. Kratzsteinschorsch! Sehen wir mal nach. Was ist im letzten Sarg? Interessant, dass jetzt schon das dritte Kapitel ist, glaube ich, und bisher die Move-Steuerung überhaupt nicht genutzt wurde, außer halt durch den Menü zu scrollen. Ich bin wirklich nicht gerne alleine hier draußen. Feuerwehrmann! Knirps, bist du das da oben? Ich bin auf der nächsten Seite. Komm zu mir. Oh, und wenn du den Pizzaboten siehst, bitte, sag Bescheid. Dings, hast du diese Pizza wirklich bestellt? Wir verhungern.
So sieht's aus, Senix. Und ohne Anchovies. Ganz genau. Nix. Keine kleinen Fischlein. Wer ist da? Du klingst so vertraut. Das ist bestimmt der Pizzabote! Ja! Nee, ist bloß dieser unsichtbare Wichtel. Legen Sie auf die Türschwelle und verschwinden. Unsichtbarer Wichtel, du steckst hinter all dem hier. Das du bist also das Ferkel, das mich im Büro so verdottert hat. Du hast am Tatort rumgeballert und bist mit Tamtis Teilen davongerannt. Wirklich clever, Nightcrawler. Aber leider, leider waren das nicht meine Ideen. Ich hier bin nur ein Laufbursche. Ist das der Pizzamann? Nein, du Idiot, das ist der Boss. Ja, Boss, ja, komm uns! Okay, Boss, Boss! Ah, oh, Knirps, wie schön, dich zu sehen. Das ist der schönste Moment der ganzen Geschichte. Du musst mich hier rausholen. Halt, da kommt jemand. Wer ist da? Bitzi, Bitzi, Spinne. Hey, Dixie. Bitzi? Wie kommst du denn hierher? Schnell, hol mich von hier runter. Okay, Dix. Aber gib mir erst das Stück von Humpty. Und warum, Süße? Der Boss wird dich durchsuchen, wenn er dich erwischt. Hm. Ja, nein. Ah, hier, Süße. Aber wer ist der Boss? Ich bin. Wie schade, Dixie. Ich wollte nicht, dass es so endet. Warum hast du mich verlassen? Ich kann's nicht fassen. Es war Itzi, nur sie. Ich war doch immer Also eine von diesen... Ein Wurm an einem Haken? Mein Freund Humpty würde sagen, ei, wie schlau. Okay, Knirps, das Ziel ist, an den Schlüssel zu kommen, ohne gefressen zu werden. Wo ist denn der Schlüssel überhaupt? Ich sehe den jetzt schon wieder gar nicht mehr. Ich habe wohl noch gesehen. Halt die Seite, Knirps. Ziehen wir ihn aus dem Wasser. Ach, da, ich sehe. Immer weiter so. Du machst das echt toll. Wir hebeln hier, also Physik doch mal ein bisschen aufgepasst. Sehen wir, wie das funktioniert. Los, weg mit dem Fisch. Schüttel das Buch. Puh. Das war der falsche Fisch. Gleich nochmal. Er hat den Köder. Mich, winde uns hoch. Ja. Genau, kurbel uns hoch. Schüttel ihn ab. Ah, wieder der falsche Fisch. Scheiße, Mann. Mach weiter, Knirps. Was geht mit Klappern? Hol mal den richtigen Schlüssel. Ein Garnikido, schon wieder. Diesmal muss es klappen. Los, schüttel ihn ab. Da ist der Schlüssel schüttel endlich. Schüttel ihn ab, Alter. Lass mich runter und schwing mich rüber. Ich denke, das ist ein Kinderspiel. Das Buch kippen und mich rüberschwingen. Ja, was denn nun? Hab ihn. Was hieß der? Geht doch! Hast du echt toll gemacht. Ich übernehme keinen Fall mehr ohne dich. Viel Glück, Dings. Man sieht sich, Dünner. Blätter um, Knirps. Auf zum Höhepunkt. Ihr Trottel, ihr solltet die Bücher doch alphabetisch sortieren. Lange nicht gesehen, Unsichtbarer. Planet of the Apes hier. Die
Die Affen machen die Sache kompliziert. Kannst du mir vielleicht helfen? Er schlägt sie für mich K.O. Weitermachen! Was ist Liebe? Also ich muss an dieser Stelle mal sagen, man hätte hier sicherlich alle zu den Guten. Ach so, scheiße. Man hätte hier an diesem Spiel sicherlich mehr Interaktionen geben können. Die Affen, Mensch! Nur die Affen! Nur die Affen! Nein, scheiße! Nur zu den Guten! Weitermachen! Es ist doch teilweise sehr viel zu hören und zu sehen. Also so viel Einfluss hat man auf das Spiel gar nicht. Doppelschlag, also hier gibt es eine Trophäe nach der anderen. Zugeschlagen, wer ist am Telefon? Weitermachen! Super gemacht. Ich glaube, du hast den Bogen raus. Das war's, Unsichtbare. Mein Partner und ich sind dir überlegen. Ihr könnt nicht treffen, was ihr nicht sehen könnt. Na, warte! Wie gesagt, der Move-Controller hier noch gar nicht zum Einsatz gekommen während des Spiels. Pass doch auf! Ach, leck mich doch am Eis. Schon gerochen, als du ins Buch gekrochen bist. Allein! Hey, du! Ich hab da was. Hat er nicht gewertet. Sehr gut. Wurde nicht gewertet? Glück gehabt. Was macht er jetzt? Ah! Echt gut, Knirps. Das ist Tinte. Sie wird sogar wasserfest. Jetzt sind wir quitt, unsichtbarer Wichtel. Ich sehe jetzt alles von mir. Ah! Sehr gut gemacht. Komm mit zur nächsten Seite. Ich komme! Komm schon, Frankie. Gib mir die Seite. Nur noch ein paar Seiten. Hier, und ich bin die allergrößte Geschichte der Stadt. So ein Scheiß, ey. Na los, Frankie, mehr Seiten, mehr! Aber bitte, meine Geschichte, die Geschichten von allen anderen. Frankie, du kannst mein Held sein. Wäre das nicht schön? Keine Fackeln mehr oder Mistgabeln und wütende Dorfbewohner. Alle werden dich mögen. Möge. Gut. Was nur? Komm schon, Frankie, schalt es ein. Bitte. Sie ist völlig durchgedreht. Versuch mal, Abdis Körper zu mir zu rollen. Ganz leise sein. Ach da, verstehe. Oh, Frankie, den Frankie geguckt. Jetzt bin ich die größte Geschichte der Stadt. Pitchy! Humpty! Dix! Pitchy, hör auf! Das ist doch Wahnsinn! Die Geschichten der anderen zu stehlen! Ich hätte dich in der Sonne vertrocknen lassen sollen, als es noch ging! Friss Blei! Oh mein Gott! Okay, Partner, arbeiten wir als Team. Ich schieße aus der Deckung. Und du drehst das Buch so, dass ich auf Bitsy ziele. Wie wieder Armschlägerei für mich, Dix. Humpty. Ah, das war's. Hey, du weiter, Dix. Nein, du nicht. Nimm die andere Seite.
Sam Ward? Oh, das war knapp. Ich verstehe den Sinn jetzt schon wieder. Es geht weiter, Frankie. Sie fallen zurück. Ist doch die Richtung, wo es ist. Hol es zurück! Sofort! Bitte! Nein, nein, so nicht. Nimm die andere Seite. Weiter geht's. Warum schießt nicht Fabian? Oh, das war's, Dix. Ich fange ein neues Kapitel an. Ruhig. Hier kommt es aufs Timing an. Du machst alles nur schlimmer, BC. Schießen wir nach da mal drauf, wenn er hier. Das schießt mehr nach rechts, aber schräg nach oben. Come on, let me hold you. Nein, so nicht. Nimm die andere Seite. Jetzt verstehe ich das scheinbar erstmal richtig. Oh. Gut, beim ersten Mal spielen muss man sich halt noch reinfinden. Ah, ich bin zurück. Wird auch Zeit. Das sind die Cops. Nimm das Buch in die Pranken, Frankie. Nichts wie weg hier. Da ist Dix. Ich wusste, wir würden ihn finden. Benutz mal deine unterentwickelten Augen. Diese Spinne, nicht der Wurm, ist der Übeltäter. Ach, Dick. Tut mir leid, Dick. Wir lagen total daneben. Das ist doch schon Schnee von gestern. Na los, Jungs, bevor sie es auf die Bestsellerliste schaffen. So, bevor wir umblättern, gucken wir mal schnell bei den Trophäen rein. Da man ja auch hier vermutet, dass das Spiel relativ schnell zu Platin gebracht wird, das halte ich diesmal für ein Gerücht. Es sind auch ein, zwei Aufgaben dabei, die doch etwas komplizierter sind. Aber schon 28%. 5.59 Uhr sehen wir das. Habe ich da die erste Trophäe geholt. Also quasi um 6 Uhr. Betrete Dicks Büro. Jetzt fragen sich natürlich viele, Mann, das Spiel kam doch erst am 29.05. raus. Wie kann der denn um 6 Uhr schon das Spiel haben? Nein, das ist kein interner Fehler, sondern ein Connection-Strike an dieser Stelle einfach mal. Reibe den Haifisch, um Objekte zu finden. Ja, das hat ja alles gemacht. Also man sieht hier wirklich 6.23 Uhr, 6 Uhr, also die Trophäen kommen hier, was weiß ich wie. Schweine im Schlafrock, naja, gut, alles klar. Ich wollte bloß mal kurz zeigen, dass da noch einiges ziemlich zügig geht, im Minutentakt fast. Blättern wir mal um. Pizzi will es bis ganz nach oben schaffen. Lass sie bitte nicht entkommen. Oh, hast du das gesehen? Wir müssen vorsichtig sein. Pass auf diese Fässer auf. Du hast mich in deiner Hand. Dreh das Buch und ich folge dir. Damit wollte ich jetzt hauptsächlich aussagen, dass dieses Spiel nicht sonderlich lange ist. Gehen wir jetzt mal da hoch. Das finde ich gut gemacht, dass man hier wirklich mal mit dem Buch selber arbeitet. Wie gesagt, das war in dem anderen Spiel nicht so. Aber dafür fehlt hier der Motion Controller immer noch komplett. Also unglaublich, dass man den hier überhaupt nicht erlebt gerade. Ich
dachte, ich muss ihn irgendwann mal abmachen, aber nee. Gehen wir mal jetzt hier hoch, geht das auch schneller? Ein wurmiger Wurm. So, wie kommen wir jetzt darüber? Da macht er den Sprung. Doch wie kommt das Ei hier rüber? Geh weiter los. Jage ihr nach. Du und dieser hochgradig gescheite junge Person seid die einzigen, die ihre versponnene Intrige, alle Geschichten unserer Stadt zu zerstören, noch aufhalten können. Geh! Sei tapfer, sei brillant. Ein neues Kapitel des Abenteuers. Ergänze weitere Seiten zur Geschichte von Dix Nightcrawler. Du hättest sie alles aufhaben. Ah ja, ich bitte um Verzeihung. Ich war schon immer, wie sagt man doch, ganz schön dialoglastig. Schon gut, Han. Du liest dich noch gut. Okay, Knips, auf geht's zum Ende. Dreh das Buch. Es geht weiter. Alle Rechte sind gezahlt und das endet der Dach. Was ist das? Weg von mir! Wenn du das nächste Mal so ein Loch siehst, dann mach langsam. Ja. Versuch die Viecher nicht aufzuschrecken. Oh, hier. Na gut, unten durchgekommen. Klasse Arbeit, Partner. Das kann er. Okay, hier kommt es genau aufs Timing an. Was macht er jetzt? Da muss er durch, den macht er. Klasse Arbeit, Partner. So groß war doch der Turm vorhin gar nicht. Perfekt. Ein Bad von Frankie. Drehen wir jetzt hier durch, oder was? Das kam unerwartet. Halt die Augen offen nach verrosteten Teilen. Ja. Gehe ich lieber langsam. Ich komme mir vor wie ein Busfahrer, der hier so einen riesen Buslenker hat. Autsch! Wie viele Fässer hat der Kerl noch? Also ich gebe zu, ich spiele es zum ersten Mal und spiele es wirklich echt schlecht. Aber teilweise muss man eben wirklich erstmal hinter die ganze Sache hier kommen. Wie okay, hier kommt es genau aufs Timing. Alles funktioniert. Gut getimt die Sache. Den kann er. Klasse Arbeit, Partner. Autsch, wie viele Fässer hat der Kerl noch? Noch eins und bleibt wieder stehen. Ist ja wirklich unglaublich. Wir machen weiter. Okay, hier kommt es genau aufs Timing an. Und euch Lasse Arbeit, durchgegangen. Kommen hier Fledermäuse raus? Komm nicht. Doch, kommen sie. Schon wieder. Denkt, geht langsam dran vorbei. Wo bin ich? Sehe ja niemand mehr. Was ist das? Das könnte da hinten nicht. So, da vorbei. Wie gesagt, so hoch war es gar nicht. Vorhin, wo wir es gesehen haben. Jetzt kommen wir oben an. Das sieht nach dem Main Event da oben aus. Bitte, Knips. Wir sind da. Die Pizzi Vollraumspinne. Unmöglich! Nicht das Wasserrohr! Gib schon auf, Pizzi! Es ist vorbei! Die drei Schweinchen bringen dich in einen hübschen, gepolsterten Raum, wo du Nudelhalsketten basteln und gesund werden kannst! Siehst du denn nicht? Es ist nicht vorbei! Jetzt habe ich die allerbesten Teile aus allen Geschichten aller Zeiten! Das Drama, die Romantik, die Gefahr, das ist jetzt alles meine Geschichte, Dix. Meine. Und in der Zwischenzeit suchen alle anderen in Library City ihre Geschichten. Das kannst du nicht machen, Bitz. Du weißt, wie das ausgeht. Das ist doch falsch. Ich hasse den Regen, Dix. Ich will einfach nicht wieder in dieses Wasserrohr. Doch, du musst da rein.
Du kannst es nicht verhindern, Bixi. Nein, Bixi. Nein. Leb wohl, Bix. Jetzt, Knirps, dreh das Buch. Geh da rein! Ich hab's doch schon gedreht. Hast du das denn nicht mitbekommen? Nicht mein Buch! Du bist kein Klassiker, Betsy, sondern nur ein Kinderreim über fieses Ungeziefer. Ich kann das nicht. Siehst du dir das Wasserrohr an? Jetzt brauche ich Urlaub. Vielleicht mal ein netter Comic. Mit Krimis reicht es mir erstmal. Okay, komm mit zum Schluss. Noch eine Seite. Das ist unglaublich, das Spiel. Also die Hauptstory scheint echt fast durch zu sein. Ich habe jetzt 3 Wochen, bis alle Bücher wieder in ihrem Originalzustand waren. Keine 2,5 Stunden dran gesessen. Wie viel Schaden sie der Stadt zugefügt hatte. Ich frage mich, ob sich die Schafe jetzt wieder verirren. Wer weiß, Ham. Aber es reimt sich irgendwie. Das stimmt allerdings. Dix, du hast mir nie erzählt, wie du mit deinem Partner herausgefunden hast, dass Bitsy hinter allem steckt. Erzähl's mir, das würde ich sehr gern hören. Es ist bestimmt sehr spannend. Zeigen wir Hamdi etwas Interessantes. Schieb die Leiter zu einem der Hinweise. Das ist deine Wahl. Dann lass mal sehen. Absolut verdottert, mein Junge. Um es so aussehen zu lassen, als hätte ich dich umgelegt. Da. Ach du Scheiße. Es hat mich zerrissen. Da sieht man jetzt so ein paar Szenen, die ich vorhin im Kapitel 1 gemacht habe. Aufgelesen. Was ich nicht aufgezeichnet habe. Dass ich zurückkommen kann. Da hat mich der Knirps draufgebracht. Wir wollen weitere Beweise sehen, höre ich gerade aus der Regie. Was möchtest du sehen? Der. Das Video überhaupt schon. Dann lass mal sehen. Alter. Ich geb's zu, Humpty. Ich bin froh, dass du mir Hilfe geschickt hast. Ha! Du hast also doch einen weichen Kerl. Na, der Knirps hat was drauf. Das ist immer das, was wir vorhin hier in dem Live-Video gemacht haben. Also wirklich, 2,5 Stunden. Also ich würde... Was möchtest du sehen? ...ganz schlechten Spielern 3 Stunden geben für die Hauptstory. Alles andere ist dann Beiwerk und da gibt es noch einiges, glaube ich, zu machen. An Fotos und so weiter. Was möchtest du sehen? Rutschst du weiter, du Honke? Was? Ja, den jetzt. Was möchtest du sehen? Na, den will ich sehen. Haben wir den schon gesehen? Hatte ich eine Ahnung, dass mehr hinter diesem Rätsel steckt. Wahnsinn, die Geschichten so zu quälen. Bitsy hat die Handlungen aus der ganzen Stadt stehlen lassen. Die armen Seelen. Aber es ist fast 2 Stunden geworden. Also, das ist echt ein bisschen mau.
20 Euro das Spiel alleine, ohne Buch, ohne Kamera, ohne Move Controller. Das Ganze gibt es natürlich auch im Bundle. Oh, das ist deine Wahl. Das ist eine andere Wahl. Die will ich haben. Genau. Oh, das ist deine Wahl. Dann lass mal sehen. Witzigs Geschichte ist monströs geworden. Ja, sie hat alles reingestopft, was sie gern sein wollte. Sie wollte das einzige Buch garten-productions.de. Und am Ende wurde sie das Wasserrohr untergespült. Sie konnte einfach nicht wachsen, ohne zu stehlen. Ah, was für eine Geschichte, mein lieber Dix. Unterhaltsam. Und du erzählst sie auf eine Art, als hättest du das Ende gekannt. Ich muss schon sagen, ihr seid wirklich ein tolles Team. Danke. Das ist wohl der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Geschäftliche Beziehung, würde ich sagen. Was sagt man denn dazu? Jetzt sind wir Partner. Klasse, Humpty. Das war wirklich total spannend. Das ist wirklich zu Ende. Also ich sag jetzt wirklich, 2 Stunden habe ich das vielleicht gespielt, inklusive Pausen und so weiter und so fort. Krasse Sache. Kapitel 3. Also das ist wirklich noch kürzer als das Wonderbook. Ob sich 20 Euro nur für die Disc lohnen oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Man kann es mal gespielt haben für Kinder, sicherlich ein absolutes Highlight. Die können sich da eine ganze Weile mit beschäftigen. Es gibt auch noch ein paar Trophäen zu holen. Aber im Großen und Ganzen enttäuscht mich die Länge doch ziemlich. Wir gucken nochmal rein in die Trophäen. 20 von 38. Erste Trophäe geholt, 5.59 Uhr. Und die letzte, wie gesagt, mit Pausen und so weiter um 9.06 Uhr. Also Leute, 2 Stunden. Länger hat das echt nicht gedauert. Hier ist noch ein bisschen was. Fotografenlehrling, schieße 20 Fotoaufgaben ab. Schließe natürlich. 80 Fotoaufgaben, da kann man sicherlich noch was machen. Klettere das Wasserrohr hoch, ohne getroffen zu werden. Haben wir jetzt nicht geschafft. Treffe nur die Affen. Alles Sachen, die man hätte beim ersten Durchgang, wenn man sie gewusst hätte, schon machen können. Also 2 Stunden für ein Spiel für 20 Euro ist doch ein bisschen mau. Hat man auf dem Gameboy damals mehr gekriegt. Vor allen Dingen auch länger. Das Spiel war nicht schlecht. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich das komplette Let's Play hier heute aufgenommen. Ist ja unglaublich, was wir hier gesehen haben. Vielleicht kommen wir noch zu einer Fotoaufgabe. Ich kann das jetzt leider hier erstmal nicht wegdrücken. facebook.com/gartenproductions. Nochmal der kurze Hinweis. Ich hole mir den Move Controller mal schnell. Das ist wirklich ein bisschen mau, 2 Stunden. Okay, dann spielt man es nochmal durch. Holt noch ein paar Trophäen, dann kommt man sicherlich auch 5-6 Stunden, aber das ist immer noch zu wenig. Boah. Hier weiter durchlaufen, in der Zeit kann ich mal oben die Kabel umstecken. Da weiß ich jetzt auch nicht wirklich, was ich dazu jetzt sagen soll, zu dieser Kürze oder Länge dieses Spiels. Das ist in einer Sitzung, hat man komplett die Story durch. Das ist echt krass.
Tibor. Da sehen wir die deutschsprachigen Performer bzw. Synchronsprecher. Auch hier in Dutsch natürlich Portugiese, Portugiesisch, in Dänisch, in Schwedisch und was weiß ich noch alles. Norwegien natürlich mit dabei, genauso wie die Finnen. Ludwig Borger kam da übrigens her. Auch in Poland wurde dieses Spiel in Polnisch natürlich vertont, genauso wie in Russland. Auf Russisch und auch in der Tschechei, in der Tschechischen Republik gibt es das Spiel. Großartig. Also ein weltweites Spielphänomen. Ich möchte mal wissen, wie lange die hier dran entwickelt haben. Die Story war ganz lustig. Auch die Präsentation war nicht die schlechteste, aber die Länge des Spiels. Freunde, was sollen wir machen? Die Anlage geht nicht, es ist das Wasser drin. Let's Play zum Buch der Zaubersprüche gibt es auch auf diesem Kanal und dann nochmal kurz darauf hingewiesen. Es gibt wohl noch weitere Spiele, die kommen, und zwar das Buch der Zaubertränke ist wohl noch in der Mache und ein Dinosaurier-Spiel. Ich werde mir beide sicherlich holen. Mal gucken, ob die Spielzeit von 2 Stunden noch unterbieten können. So, was ist hier los? Warum kann man denn das jetzt hier nicht wegdrücken? Es ist unglaublich. Der Abspann geht ja länger als das ganze Spiel zusammen. Interaktion kann man nochmal kurz drauf eingehen, hätte man sicherlich auch noch ein bisschen mehr einbinden können. Man konnte das Buch drehen und klappen und tun und machen. Das ist gelungen, es hat auch sehr gut funktioniert, bis auf einige wenige Bugs. Ich denke mal, das wird man noch fixen. Gerade das dann mit dem Wasserlevel, was ich vorhin erzählt habe. Der war quasi unendlich, der Wasserstrom, weil einfach am Ende ja nicht das kam, was eigentlich programmiert sein sollte. Musste das System neu starten und dann ging es erst. Aber ansonsten, ja, kein einziges Mal, dass man während des Spiels den Move-Controller gebraucht hat. Also wirklich nur zur Menüführung. Das gibt auf jeden Fall Minuspunkte. Da hätte man ein paar Rätsel mehr machen können. Zum Beispiel hätte man da wirklich, ja, irgendwelche Hinweise finden können, da mit dem Move-Controller ein bisschen was rumstreichen mit einer Art Stift oder irgendwas, Zaubertinte, was weiß ich alles, hätte man da bringen können. Vielleicht waren die Ideen bei den Entwicklern da, aber die Lust nicht, oder beides war nicht vorhanden, oder, ja, weiß ich eben auch nicht, ist man ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Dieser Kritik muss man sich jetzt stellen. So, was ist denn hier? Geht das hier nun mal weiter? Ich sag ja, das ist ja unglaublich. Länger als das Spiel selber. Und ich kann es nicht wegdrücken, Leute. Es tut mir echt leid. Ich kann Start drücken, wie ich will. Wenn doch Start geht, aber... Ich weiß nicht, ob eventuell am Ende noch was kommt. Vielleicht eine geheime Trophäe. Du hast dir den 3-Stunden-Abspann angeschaut. Soll es dir alles schon gegeben haben. Schau dir den Abspann an und dann bekommst du die Trophäe. Und jetzt sind wir auch schon so weit, jetzt hat es auch keinen Sinn mehr, hier sich noch auszuschalten. Wir könnten das Buch natürlich jetzt genauso gut schließen, will ich aber auch nicht. Ich will ja gucken, wer damit gemacht hat. Unter anderem sehen wir da den Manager, beziehungsweise die Managerin, Danielle Tyson, hat an diesem Projekt mitgewirkt. Daniel Kim ist auch mit dabei gewesen. Ein großartiger Arbeiter in Sachen Software, vermute ich zumindest mal. Sonst wäre er ja hier nicht dabei. Und
special thanks. We would like to thank each individual. It's only Computer Entertainment America. Alright. Dreieck. Wir drücken Dreieck. Konnten wir gar nicht mehr jetzt aus. Mit dem PlayStation Move Motion Controller auf das Wonderbook Peripheriegerät. Drück die Move-Taste, um ein Foto zu machen. Klick. Vergiss nicht die Fotoaufgaben über die Starttaste. Zum Wechseln zwischen Foto- und Videomodus drückst du einfach die Quadrat-Taste. Viel Glück! Was? Say what? So, wir sind also durch. Da sehen wir also die Fotoaufgaben scheinbar. Wir hacken uns jetzt einfach hier nochmal in diese Mission rein. Schließen das Buch natürlich vorher nochmal. Ist ja ein schönes Buch, kann man ja nicht anders sagen. Und öffnen es. Was passiert jetzt? Es passiert erstmal nichts. Ich kann doch nicht mal meine eigene Hand vor Augen sehen, wenn man nur irgendwie diesen Nebel wegfegen könnte. Das Glück ist mir heut. Meine Hand sehe ich trotzdem nicht. Der Knirps wird mich nie finden. Au! Man kann so schwer sehen, wo man hinläuft, wenn man sich... Fotoalbum. Was müssen wir hier? Fotoaufgaben. Hier sehen wir Fotoaufgaben. Was macht er jetzt? Der Schlüsselbaum. Naja. Ein Schaf in der Gruft. Also die Bilder soll ich wahrscheinlich machen. Skelett auf Friedhof. Alright, wir probieren jetzt einfach mal den Schlüssel dazu fotografieren, würde ich sagen, um zu gucken, ob das eventuell... Was hast du? Wo habe ich den Schlüssel versteckt? Au! Dazu müssen wir den Schlüssel hier auch erstmal finden. Da ist er. Oh, wieso habe ich ihn da oben versteckt? Oh, der Bücherwurm hatte Hilfe. Wieso hilft mir nicht auch jemand? Jetzt sagen Sie sicherlich viele, ist der doch Schlüssel einfach. Der Schlüssel muss da oben runter. Wir sind jetzt an der Kerze ungefähr, an der falschen, würde ich mal vermuten. Wir nehmen mal die Kerze und da muss der Schlüssel irgendwo sein. Der Schlüssel muss da oben runter. Der Schlüssel... Was macht er jetzt? Und da schießt er Foto. Und bekommt den Punkt. Der Schlüssel muss da oben runter. Also, ich vermute, dass wir jetzt eine Schlüsselaufgabe... eine Fotoaufgabe erledigt haben. Der Schlüssel muss da oben runter. Das habe ich im Video immer, wollte gar keins machen. Wir gucken mal nochmal in die Fotoaufgaben rein. Also die scheint erledigt zu sein, die Aufgabe. Gucken wir mal, was die nächste Aufgabe ist. Ein Schaf in der Gruft habe ich bisher nicht gesehen, ein Skelett auf dem Friedhof. Brennender Friedhof. Die wollen hier Fotos sehen. Und den Schädel müssen wir auch noch finden. Werden wir jetzt nicht alles schaffen, wir sind hier ein bisschen in Zeitverzug auch jetzt. Gerade was den Akku der Kamera betrifft. Der Schlüssel muss da oben runter. Wir nehmen den Schlüssel runter. Offenbar habe ich die Macht, Dinge mit meinen Gedanken bewegen zu können. Was für ein Glück. Der Geheimzugang zum Schloss ist in einem dieser Gräber, aber er ist so geheim, ich habe ihn vor mir selbst verheimlicht. Welches Grab ist es? Ist ja auch egal. www.garden-productions.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war mein Walk. Ach, mein Walkthrough. Ja, kann man ja schon fast sagen. Das war mein Test. Beziehungsweise mein Let's Play zum Wonderbook-Spiel. Privatdetektiv Dix. Was man innerhalb von 2 Stunden komplett. Hauptstory technisch durchbekommt. Wen die anderen Features noch reizen, der kann sich's gerne holen. Ansonsten, ja, kann ich nicht die ganze Empfehlung aussprechen für diesen Titel. Er ist einfach zu kurz für 20 Euro. Wer das Wonderbook noch nicht hat, wird sicherlich auch jetzt dadurch nicht gerade zum Kauf verleitet. Wer das Wonderbook hat, kann natürlich mal einen Blick drauf werfen. Das war's für heute. Tschüss, bis dann.